Ich habe wieder diesen Traum. Gardevoir. Morgen, nicht wahr? Morgen gehst du in den unterirdischen Dungeon. Ja, alle sagen, dass dieser Dungeon schrecklich ist. Ich frage mich, ob wir das schaffen. Es wird alles gut. Ich bin sicher, dass du erfolgreich sein wirst. Du hast meine Unterstützung. Bitte gehe voller Zuversicht. Das werde ich, danke. Ich fühle mich jetzt schon etwas mutiger und traue mich jetzt in diesen Dungeon. Übrigens, Gardevoir, weißt du, wie es unter der Erde so ist? Oder wie Groudon ist? Nein, es tut mir leid. Ich kann es nicht wahrnehmen. Na gut. Ich habe irgendwie gehofft, du wüsstest etwas mehr, so wie du geredet hast. Nein, ich wollte dich nur ermutigen. Es tut mir leid. Nein, nein, ist schon in Ordnung. Danke, dass du versuchst, mich aufzuheitern. Aber es gibt eine Sache, die ich voraussehen kann. Ach ja? Deine Aufgabe nähert sich ihrem Ende, Stück für Stück. Meine Rolle endet bald? Du wurdest zu einem Pokémon, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Diese Aufgabe hat dich hierher gebracht. Diese Aufgabe nähert sich nun ihrem Abschluss. Gardevoir, bitte sag mir, was ist meine Rolle? Warum wurde ich zu einem Pokémon? Wenn die Zeit kommt, ich denke, ich kann es dir sagen, wenn dieses Abenteuer beendet ist. Au revoir. Am nächsten Morgen. So, dann packen wir es doch mal. Guten Morgen, Kieran. Hast du gut geschlafen? In Ordnung. Lass uns unser Bestes geben, das Team San Simsala retten. Gardevoir hat gesagt, sie würde mir alles erzählen, wenn das Abenteuer vorbei ist. Meinte sie mit dem Abenteuer, dass wir unter die Erde gehen müssen? Wird sie mir alles sagen, wenn wir Simsalas Team gerettet haben? Hallo? Schläfst du etwa noch? Lass uns gehen. Ja, gehen wir doch. Ich habe mich ja gestern schon vorbereitet. Dann geht's jetzt in die Magmahöhle. Hier muss es sein. Groudon muss sich in dieser unterirdischen Höhle befinden. Sieh dir nur den Lavastrom an. Ich vermute, in dem Dungeon wird es brütend heiß sein. In diesem Moment sollten sich bereits andere Retterteams im Dungeon befinden. Gehen wir hinein und geben wir wie immer unser Bestes. So, das ist der Dungeon, in dem ich jetzt mit meinem Pikachu die größten Nachteile habe. Ein Dungeon voller Boden-Pokémon. Mittendrin ein paar Feuer-Pokémon. Aber genau dafür habe ich ja Chrissy dabei. Der wird mir da schon einige Male die Haut retten. Hoffe ich zumindest mal. Insofern ein Pikachu überhaupt sowas wie Haut hat. Ist ja eher ziemlich felllastig. So, das lasse ich lieber mal Chrissy machen. Und ich mache hier in der Zwischenzeit das hier. Yay, Giftdorn. So leicht geht das nicht, Freundchen. So, jetzt müssen wir trotzdem möglichst schnell die Treppe finden, damit wir das Gift loswerden. Ich will meine Persifbeeren nicht so früh schon raushauen. So, dann machen wir mal das hier. Dann habt ihr jetzt auch mal gesehen, was die Schockwelle kann. Das ist nämlich eine wunderschöne Distanzattacke. Yay, jetzt bin ich auch noch vergiftet. Silberdorn. Naja, das mit dem Gift müssen wir jetzt mal schauen, wie lange wir das noch aushalten. Ja,
fällt mir ein, habe ich überhaupt Top-Elixiere mitgenommen? Chrissy erreicht Level 23, das ist sehr schön. Und da ist die Treppe. Die Magma-Höhle ist relativ lange. Ich glaube, wir haben 25 Untergeschosse und dann noch drei Ebenen hinterher. So. Und da oben geht es auch noch weiter. Mal schauen, vielleicht ist ja da die Treppe. Nö, ist sie nicht. Einfach mal weitersuchen. Hoffen, dass nicht so viele Nidokings unterwegs kommen. Ach gut, Georok. Okay, mach du das. Okay, ich mach das Sandern. Wir sind ein Haufen Items. Mal schauen, was da noch liegt. Ein Graugummi, ein Silberdorn. So, das packt Chrissy alleine mit seinem Schaufler. U7. Ein Magma. Gefällt mir nicht, dass hier schon wieder sowas rumrennt. So, Setting-Änderung. Ja. Ein Rotgummi. Das ist der für die Feuer-Pokémon. Silbergummi. Und ein Schwarzgummi. Dann essen wir den noch gleich mal. Wird der Magen ein wenig gefüllt und wir kriegen mehr IQ. Flunkiefer. Zum Glück gibt es hier noch keine Megas. Au, Flammkörper. Verbrennung finde ich, wie gesagt, nicht so schlimm wie Gift. Da rennt schon Makagos rum. So. Einfach mal hoffen, dass wir so schnell wie möglich die Treppen finden. Ja, so zum Beispiel. Ein paar Georock-Brocks schadet ja nicht. Da hat schon wieder jemand einen Durchbruch gefunden. Oh, die Aquaknarre hat dem jetzt richtig wehgetan. Doppelschwäche und so.
Durchbruch. Oh, das Viech macht ganz schön Schaden. Können wir irgendwas da liegen lassen? Erstmal halt noch ein Gummi. Wieder anmachen. Ist gerade eingefallen, dass der nämlich die ganze Zeit aus war. So. U12 haben wir ja zumindest schon mal fast die Hälfte geschafft. Das Einzige, woran ich jetzt wirklich nicht gedacht habe, waren Top-Elixiere. Ja, werden wir schon irgendwie durchkommen. Ein bisschen Glück finde ich unterwegs eins. Ansonsten schlage ich mich mit Eisendornsen zum Zeug durch. Treppe. U13. Das ist aber nicht sehr nett, was du da machst. Eigentlich mal hier die da fixieren. Die machen nämlich ein bisschen mehr Schaden. Und zu essen hätte ich nicht so viel mitnehmen müssen, so viel Gummis wie hier rumliegen. Fühlen sich langsam wieder auf, was ist hier? Persimband. Das lassen wir mal liegen. Und hier haben wir wieder schon eine Treppe. Georockbrock 4, wir haben mehr Georockbrocks, als wir tragen können. Mehr Silberdorn. Irgendwo hinführt. Level 25, sehr schön. Ein Level noch und ich lerne neue Attacke. Aber hier, der Gang führt nirgendwo hin. Und ich brenne schon wieder, juhu. Macht ja so viel Spaß, in Flammen zu stehen. So. Untergeschoss 15. Da will ich aber nicht lange bleiben. Auch wenn da ein paar Items gelegen haben. Eine Linkbox. Du musst es jetzt das dann da mal aufwecken, ne? Einfach mal liegen. Hier
ist eine Treppe, das ist sehr schön. U17. Und U18. Haben wir schon wieder eine Änderung im Setting. Ach Gott, wir haben ja schon wieder Blitzfänger. Ist ja ganz toll. Wenn dir dein Eisstrahl schon wieder ausgegangen ist, dann mach ihn doch bitte mal aus. So, mit meinen ganzen Attacken kann ich hier jetzt gar nichts machen. Dann schmeiße ich halt mit Eisendornen. Gut, dann haben wir das zumindest mal. Ab in U19. Geld nehmen wir mit. Und U20. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, können ab hier jetzt eigentlich schon Monsterräume auftauchen oder ist das erst nach den Hauptstory-Dungeons? Ich hoffe aber mal noch nicht. Vor allem, weil ich meinen Donnerblitz noch nicht habe. Sind hier auf jeden Fall schon sehr tief. Und mal schauen, ob hier irgendwo ein Blitzfinger in der Nähe ist. Natürlich. Ja, der Lebensruder bringt da ja jetzt total viel, wenn hier sowieso ein Blitzfinger da ist. Sie erreicht Level 24. Er lernt eine neue Attacke. Was lernt er denn? Lebensruder. Vergiss es. Willst du meine eigenen Attacken schwächer machen? Ich finde es sowieso so komisch, dass es hauptsächlich die Pokémon, die sowieso früher oder später eine Elektroresistenz haben, alle Lebensruder lernen können. Die lernen nämlich hauptsächlich Boden-Pokémon. So, bitte lass kein Blitzfinger da sein. Jawohl, es ist kein Blitzfinger da. Was ganz was Neues. So, was haben wir hier? Ein Goldband. Können wir da irgendwas liegen lassen? Essen halt nochmal ein Gummi. Moment, schauen wir einfach mal, wo der Gang hier hinführt. Ja gut, haben wir die Treppe hier, ja.